Liebe Anlegerinnen und Anleger, herzlich willkommen in der neuen Handelswoche und damit natürlich wieder zum Blick auf die Märkte, die ja wirklich gut gelaufen sind. Also Sommerwetter quasi auch bei DAX und DAU, muss man sagen. Allerdings fällt doch auf beim Blick, wenn man die beiden Werte miteinander vergleicht, den US-Markt und den europäischen Aktienmarkt, dass die US-Werte deutlich teurer sind, Volker Meidl, Derivate-Experte bei der BNP Paribas. Schön, dass du uns mal wieder zugeschaltet bist. Haben uns schon lange nicht mehr gesehen hier auf dem Bildschirm. Und wir diskutieren heute mal über US-Werte und über europäische Aktien. Und die erste Frage ist natürlich, woran kann man denn ausmachen, ob etwas teurer ist? Was kann man da als Anleger so ein bisschen als Vergleich ranziehen? Grüß dich, Conny. Ja, traditionell nimmt man da das KGV, also das steht für Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man setzt also den Kurs der Aktien im Vergleich zu den Gewinnen der Unternehmen. Und das ist bezogen auf dieses Jahr, 2023, halt ein enormer Unterschied. Wenn wir das KGV etwa von US-Aktien nehmen, dann haben wir hier 19 und bei den europäischen Aktien 13. Das haben wir haben ungefähr 50% quasi Unterschied. Es gab traditionell immer einen Unterschied über die letzten 20 Jahre, im Median 20%. Aber so hoch hatten wir ihn schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen, sodass man derzeit eben sagen muss, rein auf Basis dieses KGVs, amerikanische Aktien sind gegenüber europäischen teurer. Da fragt man sich, zu teuer, also sprich die US-Werte, oder sind die europäischen Werte zu günstig, wer da Nachholbedarf? Was sind denn eigentlich die Gründe für diesen doch sehr deutlichen Unterschied? Naja, das ist das eine ist das KGV, das andere ist natürlich die Fantasie, die dahinter steckt. Wir müssen sehen, amerikanische Aktien sind viel Technologieaktien, der Markt ist ausgereifter. Das heißt, das sind alles Bonuspunkte, die man für ein höheres KGV natürlich rechtfertigen kann und muss. Und während in Europa wir durchaus vor Problemen stehen, wir haben das Energiethema, Gas, dann natürlich Ukraine so und auch schwächelndes China. Man muss sehen, europäische Unternehmen haben viel mehr Außenwirtschaft als die amerikanischen. Das alles zusammengenommen, kommt dann am Ende zu diesem Ergebnis eines höheren Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Jetzt habe ich aber noch ganz gut im Ohr die letzten Interviews mit deinem Kollegen Kemal. Er sagte immer, die Analysten bei uns im Haus sind relativ skeptisch. Er sagte immer, die meisten erwarten eigentlich, dass die Kurse ein bisschen nachgeben. Bis zu 20% stand immer so im Raum, weil er sagte einfach, es ist zu viel Fantasie in den Kursen, zu hohe Gewinnerwartungen. Jetzt seit den letzten Interviews hat sich am Markt nicht viel getan. Im Gegenteil, der DAX hat noch ein paar Punkte obendrauf gepackt, neue Rekordhochs. Bleiben die Analysten so skeptisch oder haben sie ihre Erwartungen hier so ein bisschen angepasst? Nein, die Erwartungen sind weiter eher verhalten und man sieht weiter die diversen Probleme in Europa. Wir haben nach wie vor die Inflation, die Zinsen sind gestiegen, werden vielleicht jetzt nicht mehr steigen, das werden wir sehen. Und dann haben wir in China eine schwächelnde Konjunktur, wie eben erwähnt. Wir haben weiterhin die diversen Probleme und was unsere Analysten dazu führt, weiterhin eher skeptisch zu sein. Die Gefahr ist immer, dass einem der Markt wegrennt und wenn man Chartanalytiker wie wir beispielsweise mit Harald Weigand, aber auch viele andere bekannte Trader, die sehen derzeit eher weiterhin einen steigenden Markt. Also charttechnisch sieht das alles ja gar nicht so schlecht aus, fundamental nicht so. Wir haben natürlich, um nochmal zum Fundamentalen zu kommen, auch das Thema Rezession, das ist immer noch als Damoklesschwert, ganz klar. Also die Zurückhaltung von der Fundamentalanalystenseite, von unserer Seite, die bleibt. Und was könnte nach Ansicht der Analysten dann im zweiten Börsenhalbjahr, wo wir ja schon gestartet sind, mehr Chancen haben, also eher auf die US-Werte setzen oder auf die europäischen? Was überwiegt das so als Meinung am Markt? Ja, da ist schon, die Amerikaner sind, das ist der ausgereifte Markt, die Technologie. Man erwartet, auch der Arbeitsmarkt stabiler ist. Ich habe eben gesagt, die Rezession, das ist in Amerika noch nicht so auf dem Tisch. Und momentan sieht es so aus, dass der amerikanische Markt doch der bessere ist. Im Übrigen, wenn man die Trader anschaut, für die ist ganz klar Amerika first. Und was das Aktieninvestment betrifft, sodass man hier eher auf das Momentum sitzt. Natürlich mit einer
damit einhergehenden höheren Volatilität, eine höhere Gefahr natürlich für Abschläge. Aber wenn Sie sich beispielsweise den S&P 500 im Vergleich zum Eurostoxx 50 anschaut, dann ist der seit 2010, kann man sagen, ich habe mir den Chart mal angeguckt, exorbitant outperformed der S&P gegenüber dem Eurostoxx 50 und somit auch und auch gegenüber dem DAX. Also auf dieses Momentum würde ich dann eher springen und sagen, US-Aktien sind weiter eher hip. Ja, wir wollen natürlich nachher gleich mal schauen, konkret, was die Anleger bei euch so machen. Aber welche Themen stehen im momentan noch so ein bisschen im Fokus? Es ist ruhig an den Märkten, keine Frage. Viele Bundesländer haben Urlaub, aber ich finde auch mit der Fed und mit der EZB so ein bisschen Spannung ist ja schon noch da, oder? Sie ist noch ein bisschen da, obwohl die EZB jetzt gesagt hat, wir werden jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen langsamer machen, während die Amerikaner vielleicht weiter anziehen werden. Also diese Spannung, wenn man so will, ist da, die Zinsen weiter zu erhöhen. Ansonsten, du hast es erwähnt, es ist eher Flaute, seit heute in Baden-Württemberg und in Bayern auch noch Ferien. Das merkt man natürlich schon auch beim Umsatz an den Börsen, weil wissend, dass nun mal in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern die meisten Trader auch unterwegs sind, daher kommen. Von daher erwarten wir die nächsten Wochen auch eher ruhige, sei denn es passiert irgendwas Externes, was die Märkte einbrechen lässt oder nach oben jubeln lässt, was auch immer das sein mag. Ansonsten haben wir ruhige Märkte, was man im Übrigen auch an einen ja schon seit Jahren nicht mehr gesehenen Tiefstand beim Volatilitätsindex für Europa sieht. Also das heißt, wir haben ganz tiefe Wohlers, auch der VDAX New ist auch sehr tief. Alles Zeichen dafür, dass es ruhig zugeht, aber so etwas kann auch ein bisschen tückisch sein und plötzlich es exorbitant nach oben gehen. Ja, es gibt die schwarzen Schwäne, Volker, das kennen wir in den letzten Jahren. Immer mal wieder kam doch einer quasi so angeschwommen und dann war ganz schnell doch wieder Stimmung da im August. Ansonsten vielleicht wird der Börsenherbst umso stürmischer. Wir sind gespannt. Blicken wir noch kurz ganz konkret auf die Werte, die bei euch momentan am meisten gehandelt werden und damit sehen wir dann auch gleich, wie so die Markteinschätzung aktuell ist. Ja, die Trader, die trauen dem Markt eben gerade nicht. Wenn wir auf die Top-Liste schauen, dann haben wir einen DAX-Short vorne und dann auch einen Dow-Short, also beides unlimited, aber beides doch mit ja fast 30, eine 27, andere 33er Hebel, also riskant. Wenn ich sehe den DAX-Short mit 17.003, boah, da muss man schon gut schlafen können bei so einem knappen Knockout, also immer noch der Hinweis, wenn diese Marke erreicht wird, dann endet die Laufzeit und die Rückzahlung ist null. Dann haben wir ein Öl, ein Faktor Long ist es in dem Fall. Öl sicherlich wieder ein großes Thema nach den Kürzungen und der Ölpreis stieg ja auch zuletzt stark. Dann haben wir Nasdaq Short, ganz noch, ja, noch 56er Hebel, also noch ein bisschen mehr und haben dann auch einen klassischen Put und da reden wir über einen Euro US-Dollar, wo man offensichtlich dem Euro-Anstieg nicht ganz so traut und sagt, okay, der Euro muss auch mal wieder abgeben. Und das ist ein klassischer Optionsschein und der hat eine Laufzeit und die ist Mitte September. Also ein bisschen auch riskant, weil die Laufzeit doch recht kurz ist. Also durchaus ein bisschen Skepsis zu beobachten, was die hohen Notierungen der US-Börsen und auch hier beim deutschen Aktienbarometer DAX betrifft. Was aber nicht unbedingt sagen muss, das wissen wir, ja, wenn alle skeptisch sind, geht es meistens nach oben. Und so sehen wir das ja seit ein paar Tagen. Alle sind skeptisch und es geht hoch. Ja, schauen wir mal. Ja, die Märkte sind immer spannend und immer für eine Überraschung gut, Volker. Das haben wir in den letzten Jahren schon gesehen. Das ist das Schöne an dem Markt. Dir ganz lieben Dank für das Interview und viele Grüße nach Frankfurt. Ja, schöne Grüße, Conny. Tschüss.